Hallihallo Welt und alle diese bevölkert und herzlich willkommen im nächsten Part zu meinem Let's Play von Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg zum letzten Arena-Ort. Nach dem letzten Part haben wir gefailt, Dialga zu fangen, wo ich aber auch so mal sagen muss, auch sehr froh drüber bin, weil ich Dialga eigentlich nicht fangen wollte. Erstens hatte ich die falschen Pokémon dafür und zweitens habe ich gesagt, ich möchte nicht wirklich auf DVs und so gehen, aber bei den oder Shiny Hunting. Ich weiß nicht, ob ich das jemals machen möchte bei Dialga und so. Und darum wollte ich Dialga jetzt auch sowieso nicht fangen. Machen wir es auf jeden Fall erstmal auf dem Weg zum 8. Arena-Orden. Wir haben jetzt gerade 3 Uhr nachts an einem Donnerstag. Ja, wir haben noch Donnerstag, ne? Ja, wir haben Thursday. It's Thursday! Buh. Alter, dann habe ich letztes Mal mit Roserade gekämpft, so wirklich, ey. Außer mit der Paralyse, wo ich Paralyse auch immer einsetze. Blütenwirbel. Donner. Aha. Das kann ich auch. Hä, wieso hat das keine Wirkung? Hä? Wieso hat das keine Wirkung? Ach so, Luxio ist ja Elektro. Hä? Elektro-Pokémon kann man nicht paralysieren? Okay. Das ist mir jetzt aber gerade neu. Aber okay. Okay. Elektro-Pokémon kann man echt nicht paralysieren? Habe ich das jemals mal versucht in dem Spiel bisher? Nee, ne? Aber es gibt da noch ein paar Stellen, die ich noch entdecken kann, ne? Ja. Es gibt auch noch viele legendäre Pokémon, die man auch so fangen kann und alles Mögliche. Aber wie gesagt, ich möchte die vielleicht. Vielleicht will ich hier immer mal Shiny Hunting machen mit denen. Oder das einfach mal ausprobieren einmal. Darum bin ich mir nicht wirklich sicher, ob ich die wirklich nach dem Let's Play nochmal, nach der Pokémon-Liga, das Let's Play nicht beende dann direkt. Und dann vielleicht irgendwann mal, privat Shiny Hunting mache bei den wilden bei den legendären Pokémon. Muss ich mal noch gucken, was ich mache. Vor allem gegen jeden Trainer zu kämpfen, ist auch mittlerweile ein bisschen, lästig. Oh, ich mich auch mittlerweile jetzt immer den nach und nach den Endern nähern. Dem Ende nähere, mein Gott. 10 und 8 Arena-Orden, dann die Siegesstraße und da sind wir schon fast am Ende. Gigasauger. Ja, das ist die Attacke, die mir noch fehlt. Kaskade. Ha! Hast du Giftdorn, Junge? Ja, ich muss kurz Paralyse heilen. So. Whirlpool. It's der wilde Whirlpool. Oh. Oh, warum ist denn mein Handy ausgegangen? So. Gigasauger. Das wird zwar nicht so effektiv sein wegen dem Flugtyp, aber. Okay, ich nehme es zurück. Das ist sogar sehr effektiv. Aber er ist neutral, ne? Lake. Dann sauge ich mir nur die restlichen AP, EP, X, Erfahrung, Lebenspunkte weg. Mit Roserade, ey. Aber irgendwie muss ich sagen, ich freue mich schon auch richtig auf die Top 4 und die Liga, ne? Oh ja, freue ich mich ja schon drauf. Ja, Remo Ride. Oh, Wasser und Gestein. Ach nee, das ist das Ding. Was für das Pokémon meine ich denn? Redikant meine ich, ne? Ja. Ich meinte Relikant.
Braucht man Remoraid nicht, damit sich Mantip zu Mantax entwickelt? Warte, Remoraid ist doch das Pokémon, das sich in den Titwig auch in Octillery verwandeln kann, ne? Nochmal Garados. Ach ja, du dein Bedroher, ey. Blütenwirbel. Eiszahn. Aua. Das tut doch weh. Ja, dann halt Gigasauger. Und Volltreffer auch noch. Ich glaube, der hätte eh, den war eh raufgegangen mit der Gigasauger. Ja. Ja, Alter, das sind drei. Nee, komm. Das ist ein bisschen, finde ich ein bisschen sehr lästig jetzt gerade mit den ganzen Pokémon-Trainern. Ja, ich guck mal Hopp wieder an erster Stelle. Dem Genuss eines Mahls. Motelrestaurant. Motelrestaurant war ich auch schon, naja. Oh, die hat nur ein Pokémon, bin ich mit zufrieden. Die hat ein Schlappohr. Ja, passt zu ihr. Gardevoir. Psychokinese. Na, ja, das war. Oh, ich hab Schlappaussage bei Spiegelcape. Oh, what the? Hä? What the hell? Was war das denn jetzt? Alter! Was zum Teufel war das denn jetzt? Was ist Spiegelcape? So, kriegst du mal den Power Voice zu spüren, ey. Geil. Hat mal eben mal Hope besiegt, ey. Was soll das denn? Ach ja. Ich glaube, ich. Ich umrandel erstmal die ganzen Trainer. Gott, ey, wie viele Pokémon-Trainer da noch sind, ey, ist ja der Wahnsinn. Naja. Die streckt die Arme nach hinten beim Rennen, die mein Rosarade. Oh, das wird kein Doppelkampf. Noctu. Eiszahn. Ja, auf Klaus kann man sich immer verlassen, ey. Der hat eine Wahnsinnsangriffskraft, ey. Was ist eigentlich effektiver? Dampfwalze oder Erdbeben? Gute Frage. Machen wir trotzdem Eiszahn. Speis dich! Oh! Er ist eins gefroren. Wurde aufgetaut. Krass, ich denke, eins gefroren, dann wurde aber wieder aufgetaut.
Was ist mit diesen Häusern da auf sich? Oh geil, Doppelkampf. Doppelkämpfe mache ich gerne. Die sind spaßig. Oder kurz an das Hinsetzen hier, ey. Oh, und die hat noch jeweils ein Pokémon. Rainbow Ride und Mantips. Ich weiß halt nicht, bin ich halt eigentlich überlevelt? Das kann Blüten wird beide angreifen. Da kann sogar alle drei angreifen, ja, das ist scheiße. Hä? Ist Mantyp eher Feentyp? Muss ja, ne? Da hab ich auch Eiszeit auf Mantyp gemacht, war mir gerade nicht so sicher. Hydropumpe? Das kleine Ding kann Hydropumpe, ja, willst du mir denn erzählen, ey? Was ist denn das hier? Ich hatte da einen Traum, einen wunderschönen Traum. Ich habe geträumt, ein Trainer würde mir ein riesiges Reit angeln und vorbeibringen. Was mit einem, kannst du selbst machen. Ach du Scheiße. Ich versuche mal mit einem Tau-Team aus lauter Pikachu Champ zu werden. Oh. What? Im Gebäude? Das ist aber nicht gut. Yvonne! Ein bisschen eine männliche Stimme, aber für ein weibliches Pikachu, ey. Ja. Ja, ich bin immun gegen Elektroattacken. Ich bleib drin. Ich würde Malivo einsetzen noch, aber ganz ehrlich. Nö. Tja, tut mir leid. Könnte man das schaffen, mit einem Team nur von nur Pikachus die Arena alles zu besiegen? Boah, schwer. Oh, drei Pokémon. Er hat ein Bashwa. Ist das ein Bashwa? Ach so, das Pokémon. Ist das nicht, dass man für Dingens braucht? Na komm, Dipper mal. Dipper hat auch den Donnerblitz. Ja. Platscher, wirklich. Dein Ernst? Platscher? Guck mal, da mache ich stehen hier. Das ist meine Antwort auf den Platscher. Hast alles nass gemacht, das ist so eine Märchen. Du bist eh Level 37, von daher. Warum sind die alle so krass unterlevelt? Oder habe ich einfach zu viel gelevelt mittlerweile? Marschock. Ah ne, dieser Tod. Scheiße. Ah, komm, Malivor.
Die Schnecke ist dran. Erdkräfte. Gastrodon. Oh. Da sind Pflanzenattacken sehr, sehr gefährlich. Elektro- und Wasserattacken nicht. Die können nämlich nichts anhaben. Wenn man die richtige Fähigkeit besitzt. Aber Gastrodon kann aber auch sehr, sehr gefährlich sein, wenn das erstmal richtig anfängt. Vor allem gegen Leute, die nur physisch angreifen können. Mit Genesung und Härtner ist das schon ein ziemlich harter Gegner. Und dann noch mit Sturmsog, wo Wasserattacken immun sind und gegen Elektroattacken immun wegen dem Bodentyp. Also Gastrodon kann richtig reinhauen, wenn das erstmal richtig anfängt. Der Arenaleiter von Sonnenweg leidet in letzter Zeit unter extremer Langeweile. Anscheinend gibt es keine guten Herausforderer mehr für ihn. Müsste ich die Arena von Sonnenweg in einem Wort beschreiben, dann würde ich sagen, schockierend elektrisierend. Ups, das war jetzt ein... Oh! Eine Arena, die kann Malibor wieder in den Grund und Boden stampfen. Hey, Trainer. Mir ist nicht mehr verborgen geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Ey, das ist ein Trainer, das ist einer der Top 4 hat, ne? Oh, entschuldige, ich sollte mich wohl erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4, genau, der hat nämlich einen Panflammen. Panferno hat der. Ich hatte da so eine Idee und vielleicht könntest du sie umsetzen. Es geht um den Innenräter dieser Stadt. Er hat neulich seinen Enthusiasmus für den Kampf vollendens verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderungen ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Es ist so langweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Dann kam auch noch der Stromausfall, das hat seine Laune sicher auch gebessert. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, oder? Ich möchte, dass du ihm eine Herausforderung lieferst, die seine Leidenschaft für Kämpfe neu entfacht. Ich verlasse mich auf dich, Heißsporn. Also das ist der Feuer-Tibi aus den Top 4. So, jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen Schutz kaufen, ein paar Bockebälle kaufen. Unglaublich, du bist so weit von sowas von cool. Du hast ja schon 7 Orden. Einst träumte ich davon, ein Ehrenritter zu werden. Mein Traum hat sich zwar nie erfüllt, aber ich habe immer ein Pokémon an meiner Seite. Ich lebe also ein glückliches Leben. Sonnenweg liegt an einer schmalen, langen Zunge umgeben von Meer und den Bergen. Der Mangel an Raum macht diese Stadt mit Solarzellen wett, die als Stromquelle und Straßen dienen. Es ist ein Ort, an dem Natur, Pokémon und Menschen ein ganzes bilden. Okay. Klar, ich hätte schon ein bisschen gern gewusst, wie Dialga zu kämpfen, aber... Der Renner übertreibt es mit der Elektrizität. Er muss wirklich mal die Stelle entdecken, die braucht doch auch noch Strom. Oh, ein Leuchtturm. Lighthouse. Sehr schön. Get to the Lighthouse. Oh, ein Donnerstein. Sehr schön. Ich glaube, ich gucke mich ja noch ein bisschen um in der Stadt auf jeden Fall. Dieser glitzernde, grelle Ding, das du da hast, ist echt cool. Dies ist ohne Zweifel ein Pokétag. Eine wahrlich wunderbare Erfindung, meinst du nicht? Ich habe die Erlaubnis des Pokédex-Gesellschafts erhalten, um für den Pokédex zu entwickeln. Als Trainer hast du schon bestimmt Pokémon mit unterschiedlichen Wesen. Darf ich sie mal mehr ansehen? Ja, dann Roserade, wirklich ein ernstes Wesen. Danke. Da füge ich dein Pocket diese Kalender-App zu. Kalender? Ach so.
Also das ist also, der sagt also, was ist, was das Wesen, wenn man das Pokémon macht. Aber krass, wie weit wir schon mittlerweile sind, ne? Dieser riesige Fels, ist das nicht ein Pokémon? Ja, stimmt, das ist Relaxo. Oh, hallo, du bist ja aber ein knuffiger Trainer. Mein Mann ist Matrose und arbeitet in der Ferne. Ich sehne mich sehr danach, ihn endlich wieder bei mir zu haben. Allerdings, das wird warten ganz schön langweilig. Ah, ich habe eine Idee. Komm doch mal ab und zu Plauder vorbei, ja? Klar, warum nicht? Wenn ich mal vorbei, wenn ich mal da bin. Ich habe gehört, dass Team Galactic nichts Gutes im Schilde führt. Aber hier in Sonnenweg haben wir noch nie einen von ihnen gesehen. Vor langer Zeit lebte hier ein Junge namens Cirrus. Er mied Menschen und fühlte sich in der Gesellschaft von Maschinen wohler. Ich erinnere mich, dass er ein guter Schüler war. Was wohl aus ihm geworden ist? Er ist der Anführer von Team Galactic. Ah, da ist die Arena, okay. Die Stadt verbraucht viel Strom, vor allem der Erleuchtung und die Arena. Deswegen haben sie alle Straßen mit riesigen Solarzellen gepflastert. Im Sonnenweg scheint ständig die Sonne, das System ist so perfekt. Dies ist eine Kunststadt und gleichzeitig das Tor zur Pokémon-Liga. Also ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool, ne? Erneuerbare Energie, das ist ja das, wo wir Menschen dringend hinwechseln müssen zu, naja. Weil die fossilen Brennstoffe werden in den nächsten Jahrzehnten ausgehen, ne? Öl, Benzin, Kohle und sowas. Also, das wird irgendwann nicht mehr geben. Da sitzen wir alle im Dunkeln sonst. Dann, ey. Also Atomkraft. Aber Atomkraft ist auch nicht so gut, das für immer zu benutzen. Warst du in letzter Zeit in den Untergrundhöhlen? Ja, nachdem, wo du hinabsteigst, gelangst du an verschiedenen Orten. Deshalb kommt man ein Erkundungsset an, möglicherweise viel und zum Einsatz. Der Untergrund, man nimmt irgendwie genau Adam aus. Flatburg sind miteinander verwandt. Nimmt man Adams Sohn weit hinzu, hat man ein Trio hervorragender Bergleute. Die Sphäre, die man in den Untergrundhöhlen findet, sind wie Edelsteine. Man kann sie gegen allerlei Hinsicht eintauschen. Eines Tages hatte ich in der Untergrundhöhlen das Bewusstsein verloren. Aber weit eilte mir zur Hilfe und rettete mich. In den Untergrundhöhlen soll es gewisse Stellen geben, an denen Pokémon sich bevorzugt in Gruppen aufhalten. Ehe man sich daran macht, Schätze auszugraben, sollte man versuchen, gemeinsam mit Freunden Schimmersteine zu sammeln. Das lohnt sich nämlich, du wirst schon sehen. Begib dich in die Untergrundhöhle und erlebe dort ein tolles Abenteuer. Alles klar. Was ist das denn hier? Sonnenwegmark, großes Auswahl und ein Sticker aus der anderen Welt. Ich habe von der Siegesstraße gehört, die zur Pokémon-Liga führt. Die soll sehr lang und anstrengend sein. Am besten packe ich so viele Items ein, wie ich nur tragen kann. Auf dem Markt bekommst du Sticker, mit denen du deine Pokébälle verzieren kannst. Wenn du die Sticker auf cooler Weise verwendest, freuen sich deine Pokémon bestimmt. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Oh, Luxusbälle. Ich muss bestimmt sagen, dass ich Pokébälle kaufe, weil ich werde eh keine Pokémon mehr fangen. Zumindest im Let's Play glaube ich es ja wahrscheinlich nicht mehr. Alles klar. Meine Mark geben wir nachher, gehen wir später rein. Menschen und Pokémon passen in ihr Leben jeder Umgebung an. Wir alle tun das, nur so überleben wir. Oh, guck mal da. Ah, ja, ich heiße Jasmin, ich bin eine Arenaleiterin. Oh, aber nicht in dieser Stadt. Ich bin Arenaleiterin der Johto-Region. Oh! Ja. Es würde mich freuen, wenn du die Johto-Region kennst. Oh, wenn du den Arena-Orden nicht hast, musst du unterwegs wieder umkehren.
Ach so, diese Arena da ist noch aus Johto. Ah, so meine an. Wie sieht denn der Markt hier überhaupt aus? Na komm, machen wir noch eben schnell. Siehst du den Stickerhändler da? Heute hatte er neue Stickerauflager. So anders gefällt's mir. Oh, dein Mammute, es muss dich noch mehr anstrengen. Wenn es das tut, gebe ich deinem Pokémon ein schönes Geschenk. Oh, dein Panferno. Es hat sich enorm angestrengt. Gib mir ihn als Belohnung, gib mir diesen Fleißband. Komm, wie kann ich dir helfen? Etwas kaufen? Oh, hier kann ich Sticker kaufen. Ist klar. Der Sonnenweg-Markt ist bekannt für seinen großen Auswahl an Sticker. Ach so, nur Sticker, okay. Da bin ich hier fertig, ne? Dann würde ich mal sagen, dann stelle ich mich jetzt noch eben vor der Arena hin. Also das ist also Elektro-Arena. Das ist natürlich gefundenes Fressen für Malivore. Mit seiner geilen Flinkklaue. Touch-Taste. Alles klar, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und seid auch im nächsten Mal wieder dabei. Zu meinem Let's Play zu Pokémon Strahlendiamant. Tschüss.